Wir sind ja heute beim Halben Schloss in Thüringen. Ein echtes Schloss, eine echte historische Kulisse und die perfekte Bedingung für uns als OKM-Team, unsere Geräte hier heute vorzuführen und auch zu testen. Das hier ist ein idealer Ort. Nichts ist künstlich manipuliert. Seit 1730 steht hier kein halbes Schloss mehr, aber unter dem Boden sind Gemäuer, sind vielleicht noch Schätze. Es gibt viele Gerüchte hier im Dorf, was denn da sein kann. Da können auch noch alte Panzer sein. Und das ist perfekt für uns und unsere Detektoren, diese zu testen und diese natürlich dann auch zu verbessern. Wir bringen Prototypen mit. Wir versuchen hier wirklich die Produkte auf Herz und Nieren zu testen, um dann nochmal zu gucken, okay, was können wir noch verbessern? Wie können wir besser werden? Das ist so ein bisschen die Philosophie des Unternehmens OKM Detectors. Wir nutzen hier heute Detektoren, die wir schon ganz lange am Markt haben, aber auch natürlich Prototypen, die in den nächsten 1 bis 2 Jahren auf den Markt kommen werden. Und das ist für uns von größter Bedeutung, weil wir wirklich sehen können, was müssen wir an den Prototypen noch verändern, was funktioniert schon gut, wo können unsere Ingenieure noch mal Zeit investieren, um dort noch mal tiefer und noch mal bessere Auflösung zu generieren, um dem Team hier vor Ort in Thüringen zu helfen, die zweite Hälfte des Schlosses zu finden.